Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute werden wir wieder über 5 Horrorfilme nach wahren Begebenheiten sprechen. Ich werde euch heute also 5 Horrorfilme vorstellen, die der ein oder andere ziemlich sicher kennen wird und vielleicht nicht wusste, dass dahinter eine wahre Geschichte steckt. Ja, und zu jedem dieser 5 Horrorfilme werde ich euch die wahre Geschichte, die jeweils hinter dem Film steckt, erzählen. Aber noch kurz bevor das Video losgeht, wenn du ein Fan des Düsteren bist und alles zum Thema Horror feierst, dann bist du hier genau richtig und ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, vielleicht das Video auch likest und die Glocke aktivierst. Und in dem Sinne würde ich sagen, sonst steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit 5 Horrorfilmen auf wahren Begebenheiten. Zudem würde ich mich extrem freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, dem Video einen Daumen nach oben gebt und eventuell sogar die Glocke aktiviert, denn ihr wisst, für euch ist es kein großer Aufwand und mir persönlich hilft es enorm. So, in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit 5 Horrorfilmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Let's go! Einer der wahrscheinlich gehyptesten Filme in den letzten Jahren, Annabelle. Und auch Annabelle beruht auf einer wahren Geschichte. Kurz zusammengefasst für die Leute, die nicht wissen, um was es in Annabelle geht, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn du gerade dieses Video schaust, höchstwahrscheinlich den Film Annabelle kennst. Kurz zusammengefasst, in dem Film Annabelle geht es um eine kleine Puppe namens Annabelle. Die Puppe Annabelle ist von einem Dämonen besessen, das heißt, es ist ein Dämon in dieser Puppe. Und das ist auch der Grund, weswegen diese Puppe in dem Horrorfilm so bösartig ist und so schlimme Dinge mit den Menschen antut und den Menschen eben so eine riesige Angst einflößt. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel über den Film an sich sprechen, denn ich denke, dass die meisten von euch diesen Film sowieso schon gesehen haben. Und für die, die ihn noch nicht gesehen haben, möchte ich auch nicht zu viel spoilern, damit ihr den Film einfach selber noch anschauen könnt. Doch jetzt erzähle ich euch mal, was hinter der Geschichte von Annabelle steckt und was quasi dafür gesorgt hat, dass man diese wahre Geschichte verfilmt hat. Und dazu müssen wir in das Jahr 1970 reisen. Im Jahr 1970 bekam eine junge Frau namens Donna eine Puppe geschenkt. Sie lebte zu dem Zeitpunkt mit ihrer Mitbewohnerin in einer Wohnung. Ja, das Ganze fing damit an, dass sie diese Puppe auf ihr Bett legte, auf den Rücken. Donna ging dann zur Arbeit, kam von der Arbeit zurück und die Puppe lag auf einmal auf der Seite. Donna bemerkte das natürlich direkt und sie und ihre Mitbewohnerin waren der Meinung, okay, irgendjemand muss bei uns eingebrochen sein, weil keiner von uns war zu Hause. Wie kann es sein, dass diese Puppe auf einmal anders liegt, als ich sie da vorhin gelegt hatte? Gab aber keine Spur von einem Einbruch. Es war alles noch da und somit geriet das Ganze irgendwann in Vergessenheit. Bis eines Abends auf einmal in der Wohnung mehrere kleine Zettel gefunden wurden. Wirklich ganz kleine Zettel, wo dran stand, helf mir, und auf anderen Zetteln teilweise dran stand, helf uns oder helft uns. Nach diesem Fall luden die beiden Mädchen ein Medium zu sich nach Hause ein. Ja, und diese Person fand relativ schnell raus, was es damit auf sich hatte und sagte, dass in diesem Haus ein kleines Mädchen namens Annabelle getötet wurde und der Geist dieses Mädchens jetzt in dieser Puppe steckt. Und seit dem Tag an behandelten sie die Puppe, als wäre sie ein echtes Mädchen. Und das verlief auch alles gut und es passierte nichts mehr, bis auf einmal Donnas Freund darauf aufmerksam wurde. Und Donnas Freund war absolut abgeneigt zu dieser Puppe und beleidigte sie, sagte, das ist Schwachsinn. Wie soll in dieser Puppe jemand stecken? Das ist eine dumme Puppe. Und hat sie aufs Tiefste beleidigt und war, ja, hatte keinen Respekt davor und war der Meinung, das ist alles nur Schwachsinn und das kann doch gar nicht sein. Und dann passierte es eines Nachts. Donnas Freund schlief eines Nachts auf der Couch. Die Puppe, also Annabelle, saß gegenüber von ihm auf so einem Schaukelstuhl und er schlief ein. Und in dieser Nacht träumte er davon, dass diese Puppe von dem Stuhl runterkam, auf sein Sofa sprang, ihn packte, ihn würgte und kratzte. Ja, als er am nächsten Morgen wach wurde, musste er etwas extrem Verstörendes feststellen. Es fehlten Knöpfe von seinem Hemd und als er sein Hemd komplett öffnete, befanden sich auf einmal Kratzer auf seiner Brust. Ja, er berichtete natürlich Donna, also seiner Freundin, direkt davon und diese zögerte gar nicht lange und alarmierte ein Ehepaar, welches genau für solche Fälle zuständig war. Und das waren die Warrens. Wir kennen die Warrens auch von den Conjuring-Filmen. Im Endeffekt gehören ja die Conjuring-Filme auch zu Annabelle. Und genau dieses Ehepaar kam, das war ja wie gesagt, sie waren ja Geisterjäger, die beiden. Sie kamen und konnten relativ schnell feststellen, dass in dieser Puppe kein Geist steckte, sondern ein unglaublich bösartiger Dämon. Die beiden besaßen ein Museum
mit lauter solcher Gegenstände, also mit verfluchten Gegenständen und so weiter. Und ja, es wurde ausgemacht, dass sie die Puppe mitnehmen und in dieses Museum stellen. Und während der Fahrt zum Museum sind anscheinend auch extrem merkwürdige Dinge passiert. Ja, und bis heute können wir diese Puppe live vor unseren Augen sehen, denn sie steckt tatsächlich in diesem Museum in einem relativ großen Kasten drin. Die Puppe sieht nicht ganz so aus wie die Puppe im Film, aber ihr seht ja gerade hier ein Bild, was ich eingeblendet habe. So sieht die richtige Annabelle-Puppe aus. Ja, und der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, wie wir sehen können. Die Puppe steht bis heute immer noch in dem Museum und jeder von uns kann sie sich anschauen. Aber ich würde euch vielleicht empfehlen, sich die Puppe nur im Internet anzuschauen, denn da gibt es unzählige Videos und Bilder und ich denke, das reicht auf jeden Fall. The Texas Chainsaw Massacre. Ich denke, sehr, sehr viele Leute von euch kennen diesen Film. Es gibt ja inzwischen mehrere Remakes, unter anderem auch den eigenen Film, den der Hauptcharakter bzw. Hauptbösewicht Leatherface bekommen hat. Und der Film hieß ebenfalls Leatherface. Und ja, Texas Chainsaw Massacre beruht auf einer wahren Begebenheit. Für die Leute, die den Film nicht kennen, es geht um eine Gruppe von Teenagern, die auf einem Roadtrip unterwegs sind, durch Texas, einen Platten bekommen, also die haben eine Autopanne und dann kommt eben ein Sheriff auf sie zu und sagt, hey komm, ich helfe euch, ich kann euch da zu meiner Farm bringen und genau auf dieser Farm oder in dieser Farm lauert der sogenannte Leatherface, ein tollwütiger Serienkiller. Er sieht riesig aus, trägt eine Schürze vor sich und ist sehr bekannt dafür, dass er seine Opfer gerne mit einer Kettensäge jagt und dementsprechend auch ihnen das Leben nimmt. Ein weiterer Punkt, weswegen der Film sehr bekannt ist, ist, dass der Killer, also in dem Fall Leatherface, der mit der Kettensäge seine Opfer jagt, immer das Gesicht seiner Opfer abzieht und es quasi als Maske trägt. Also er nimmt ihnen quasi das, ja, die Haut vom Gesicht und sammelt das und trägt dann jeweils immer die Gesichter seiner Opfer. Ja, und genau sowas in der Art ist wirklich passiert. Und zwar sprechen wir hier von dem im Jahr 1906 geborenen Ed Gein. Ed Gein war ein, ja, Serienmörder und er wurde im Jahr 1968 festgenommen. Und was man in seinem Haus fand, als man sein Haus durchsuchte, ist der absolute Horror. Denn Ed Gein tat im Endeffekt dasselbe, was Leatherface im Film Texas Chainsaw Massacre mit seinen Opfern machte. Dasselbe tat Ed Gein ebenfalls mit seinen Opfern. Er tötete wahllos Leute und machte aus ihren Knochen, aus ihrer Haut, machte er Möbelstücke. Ja, ich weiß, es klingt extrem absurd, aber es ist wirklich wahr. Er machte teilweise aus Schienbeinen seiner Opfer, machte er Stuhlbeine oder Tischbeine, machte aus den Schädeln der Opfer Schüsseln für seine Hunde und Katzen, dass die Hunde und Katzen daraus essen und trinken konnten. Ja, und teilweise nahm er die Haut seiner Opfer, um Stühle oder auch, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, Sofas herzustellen. Also absolut krank. Und ja, er wurde dann, wie gesagt, festgenommen und kam dann in die Psychiatrie und wurde dort fest eingewiesen und eingesperrt. Und dort starb er auch. Ja, und dieser ganze Fall und Ed Gein waren eben die Inspiration für The Texas Chainsaw Massacre. Kommen wir zum anscheinend schlimmsten Horrorfilm aller Zeiten. Viele von euch kennen den Film bestimmt, denn der ist, wenn du bei Netflix Horror eingibst, kommt dieser Film eigentlich direkt. Und er wurde damals als der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten gekrönt, wo ich jetzt nicht unbedingt zustimmen würde, aber lass das mal dahingestellt. Ja, im Film geht es im Endeffekt um ein Mädchen namens Veronica und die möchte mit ihren Freunden eine Art Hexen-Geisterbeschwörung im Keller durchführen. Und dies gelingt ihnen doch nicht ganz, wie sie es sich vorgestellt haben. Denn eigentlich wollten sie bei dieser Geisterbeschwörung mit dem verstorbenen Vater von Veronica sprechen. Aber sie haben bei dieser Beschwörung etwas ganz anderes beschworen, etwas sehr Schreckliches. Ja, und im Film geht es eben darum, dass Veronica davon halt extrem betroffen ist und sie sieht überall Schatten und Geister und Dämonen. Ja, und es endet auch sehr, sehr tragisch, aber ich möchte euch jetzt mal nicht so viel spoilern, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Denn dieser Film beruht auf einer der rätselhaftesten Todesfälle, die es jemals in Spanien gab. Denn im Jahr 1991 starb die 18-jährige Estefania 6 Monate, nachdem sie mit ihren Freundinnen eine Art Beschwörung mit einem Ouija-Brett gemacht hatten. Für die, die nicht wissen, was ein Ouija-Brett ist,
auf Deutsch gesagt Gläserrücken. Ja, doch die Mädchen wurden unterbrochen bei dieser Beschwörung, und zwar von einem Lehrer. Vorab, die Mädchen wollten mit einem toten Freund kommunizieren und der Lehrer hat das halt eben mitbekommen, hat das Ganze abgebrochen. Und seit diesem Tag an soll das Mädchen anscheinend extrem komisch gewesen sein. Sie soll anscheinend Halluzinationen gehabt haben, sich immer wieder erschreckt haben, weil sie irgendwo Sachen sah. Auch anscheinend extrem aggressiv, also sie wurde anscheinend sehr, sehr oft sehr aggressiv, knurrte und bellte ihre kleinen Geschwister an. Also das erzählte ihre Mutter. Zudem erzählte Estefania auch, dass sie nachts immer wieder schattenförmige Gestalten in ihrem Zimmer sehen würde. Und daraufhin ist man natürlich mit ihr direkt zum Arzt gegangen. Doch es gab keinen Arzt, der irgendetwas feststellen konnte bei ihr. Niemand wusste, was sie hat. Ja, und dann passierte es. Sie wurde wegen mehreren Krampfanfällen in ein Krankenhaus nach Madrid gebracht. Und dort starb sie auch. Keiner konnte die Todesursache feststellen. Und die Todesursache dieses Mädchens gilt bis heute als ungeklärt und somit gilt dieser Fall ebenfalls als einer der ungeklärtesten und verstörendsten und merkwürdigsten Fällen, die es jemals in Spanien gab. Ja, und genau dieser Fall aus dem Jahr 1991 sorgte eben dafür, dass man sagte, komm, wir werden das Ganze verfilmen, und so kam der Film Veronica raus. The Hills Have Eyes, yep, ebenfalls dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte. In dem Film The Hills Have Eyes geht es um eine atomverseuchte Familie. Also die sind wirklich durch Strahlung und so weiter, sind die komplett deformiert und sehen mega creepy aus. Und die sind auf der Jagd nach Menschen. Das war jetzt mal ganz kurz grob zusammengefasst, um was es in dem Film geht. Diese atomverseuchte Familie, und da kommen dann welche mit einem Campervan und die wollen dort campen, und diese Touristen werden dann halt übelst brutal umgebracht von diesen, ja, deformierten, verstrahlten Menschen. Ist ein mega creepy und ekliger Film, also auch sehr, sehr brutal. Ja, und dieser Film beruht auf einer Geschichte, wo man aber nicht zu 100% weiß, ob sie wirklich genauso passiert ist. Auf jeden Fall sagt man, dass im 15. Jahrhundert der Sohn eines Landarbeiters mit seiner Frau vor der Zivilisation entkommen wollte, und die beiden sind dann gemeinsam in eine Höhle gegangen und haben dann in dieser Höhle gelebt. Ja, und gemeinsam zeugten sie 14 Kinder in dieser Höhle, und daraufhin folgten 32 Urenkel. Ja, ihr habt richtig gehört, 32 Urenkel. Und ja, natürlich, das Ganze war natürlich auch mit Inzest verbunden. Auf jeden Fall war das dann so, dass sie auch anfingen, aus ihren Höhlen zu kriechen und Leute und Wanderer zu überfallen. Und anfangs war das Ganze immer so, dass sie nur deren Proviant aufaßen und deren Sachen klauten. Doch irgendwann nahm das Ganze überhand und sie gaben sich nicht mehr mit dem Proviant zufrieden, sondern fingen an, diese Wanderer anzugreifen und daraufhin aufzuessen. Ja, und im Film geht es, wie gesagt, um diese durch Atom verstrahlte Familie, welche in Höhlen und so weiter leben. Und die kommen halt eben raus und sind auf der Jagd nach Menschen und jagen Menschen, töten diese und verspeisen diese. Ja, wie gesagt, man weiß nicht, ob alles, was man in dieser Geschichte oder aus dieser Geschichte weiß, zu 100% so passiert ist. Dennoch wurde der Film The Hills of Ice aufgrund dieser Geschehnissen inspiriert und beruht ebenfalls auf einer wahren Begebenheit. Scream, ein typischer Teenie-Horror-Slayer. Ein Serienkiller verkleidet mit einer gruseligen und schrecklichen Maske. Ich würde schon fast sagen, ein Kostüm. Wir alle kennen die Maske von Scream. Meiner Meinung nach ein Horrorfilm, den jeder von uns gesehen haben muss, wenn er auf Horror steht. Gibt es ja auch mehrere Teile, und anscheinend soll ja nächstes Jahr Teil 5 rauskommen. Wie dem auch sei, Scream wurde ebenfalls von echten Ereignissen inspiriert. In Scream geht es im Endeffekt um einen Killer, welcher eben dieses Kostüm anhat und wahllos Teenager umbringt. Sei es auf Partys, sei es, wenn sie alleine sind. Und da gibt es halt eben diesen sehr bekannten Telefonspruch, dass immer kurz bevor er kommt, klingelt meistens das Telefon. Und das Telefon klingelt und du gehst ran. Ja, und dann kommen eben diese bekannten Szenen, die meisten von uns, denke ich, kennen. Doch wusstet ihr, dass reale Events diesen Film beeinflusst haben? Denn der Drehbuchautor Kevin Williamson hörte in den 90er Jahren von einer komischen Mordserie. Denn damals hatte der 36-jährige Danny Rowling 5 Teenager oder Studenten der Universität of Florida umgebracht. Rowling ging dabei immer grausamer und schrecklicher vor.
es war wirklich sehr, sehr krank. Er tötete seine Opfer auf die brutalste Weise, verstümmelte sie und posierte teilweise sogar mit den Leichen. Was auch immer er sich dabei dachte, aber im Jahr 1990 wollte er eine Bank überfallen und wurde dabei festgenommen. Und dann konnte man ihm die ganzen Morde zuweisen. Das Ganze kam dazu, da man natürlich dann eine Hausdurchsuchung bei ihm machte und dort konnte man relativ schnell feststellen, okay, dieser junge Mann ist für diese ganzen Morde an der Universität zuständig. Er wurde dann als der Gainesville Ripper bekannt und wurde im Jahr 2006 hingerichtet. Und wie wir merken, hat das Ganze extrem viele Parallelen, denn im Film Scream spielt das Ganze ja auch am College Campus, auf College Partys. Und man merkt einfach, dass sich der Regisseur extrem von diesen Ereignissen hat inspirieren lassen. Und somit ebenfalls ein Film auf wahren Begebenheiten. Ja, Friends, das war's auf jeden Fall mit 5 Filmen nach wahren Begebenheiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es war interessant für euch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den ein oder anderen Film, dass ihr von dem ein oder anderen Film nicht wusstet, dass er wirklich so passiert ist. Wenn ihr einen dritten Teil und somit mehr von diesem Format sehen wollt, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare und ich mache wirklich sehr, sehr gerne einen dritten Teil für euch oder auch mehrere Teile dazu zum Thema Horrorfilme nach wahren Begebenheiten. Also schreibt sehr gerne in die Kommentare, lasst mich wissen, wenn ihr mehr zu dem Thema sehen wollt. Ihr könnt mir auch einfach einen Daumen nach oben geben, dann weiß ich auch, dass es euch gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder am Start wart, Friends. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.